So, Leute, jetzt bin ich aber wirklich bei diesem Formalitäten-Siegel. Ich bin am Ende vom letzten Part nämlich leider ein bisschen falsch rumgelaufen und kam da jetzt nicht wirklich ran. Ich habe es endlich geschafft. Und meine Güte, im letzten Part habe ich mir ja fast schon in die Hosen gemacht, weil ich habe gegen meinen allerersten Zeta-Metroid gekämpft. Die nächste Entwicklungsstufe nach dem Gamma-Metroid ist der Zeta-Metroid. Der kann zwar nicht mehr fliegen, aber der kann dafür an Wänden und Decken entlang krabbeln, kann Feuer speien, Feuerbälle verschießen, auch elektrische Kugeln und Säurekugeln, und es war ein ziemlich harter Kampf, aber ich habe ihn besiegen können. Und der letzte Metroid war dann noch ein kleiner süßer Alpha-Metroid, das war eigentlich der Rede wert. Auf jeden Fall habe ich jetzt genug Metroid-DNS für dieses Siegel hier. Das heißt, es geht in dem Part endlich in Gebiet Nummer 5. Obergeil. Und das ist mir bisher auch noch nie aufgefallen, wenn ich die Metroid-DNS hier in die Statue einspeise, dann werde ich sogar komplett geheilt. Jetzt ist mein Eon-Reservetank ist auch noch aufgefüllt worden und komplette Munition, Energie ist alles komplett voll. Richtig super. Tja, Leute, es geht noch tiefer hinunter in den Planeten. Das heißt, Zone Nummer 5 erwartet mich nun als nächstes. Wo ich schon sehr gespannt bin, was ich da für Upgrades wieder finden werde. Und vor allem auch, ob da auch wieder Zeta-Metroids leben. Bis jetzt habe ich ja nur einen einzigen getroffen, aber das war gewiss nicht der letzte. Und wie ich schon einmal angemerkt habe, es gibt eine noch stärkere und noch viel gefährlichere und schlimmere Version. Eine weitere Entwicklungsstufe nach dem Zeta-Metroid. Und vor der habe ich ehrlich gesagt am meisten Schiss. Aber die kommen dann sowieso erst ganz spät im Spiel und weg mit der Scheiße, so. Die finale Entwicklungsstufe kommt erst ganz spät und... Moment mal, laut Karte ist hier wo was? Was ist denn hier irgendwo? Aha! Super Missile Block, hä? Kein Problem. Und BOOM! Ja! Geil! Super Missile Container halten. Maximal Anzahl Super Missiles plus 1. Ja, dann habe ich wenigstens jetzt insgesamt schon 8 Stück. Was immer noch wenig ist, aber naja. Und BOOM! Auf Backtracking habe ich jetzt ehrlich gesagt auch noch gar keinen Bock. Das mache ich, wenn ich noch mehr Ausrüstung habe. Wahrscheinlich kann ich mir jetzt im Moment noch immer nicht alles holen. Und deswegen, ja, lasse ich das lieber. Also jetzt bin ich ja nochmal hier. Egal. An meinem Kreis gelaufen, ist nicht so tragisch. Ich muss ja jetzt irgendwie den nächsten Fahrstuhl erreichen. Und das heißt, das wird wahrscheinlich hier drüben sein. Ja. Und stirb. Ist auch wieder alles voller ekligem Schlabberzeug an den Wänden und Decken. Aber mittlerweile ist mir das egal, weil ich habe den Space Charm. Edge. So, na, aufpassen, hier ist schon wieder Säure. Über diese Statuen, das sieht schon ziemlich unheimlich aus, wie die hier so in der Säure versunken sind. Was ist hier bloß los gewesen? Was ist hier vor, keine Ahnung, wie vielen Jahren passiert? Gut, hier ist jetzt auch nichts mehr. Also dann, Leute, es geht endlich nach Zone Nummer 5. Bin gespannt, wie groß die wieder ist. Die wird wahrscheinlich größer sein als die Zone 4, gehe ich mal davon aus. Also dann, Aufzug verwenden. Yes! Ja. Ja. Ist auch groß, ja. Geht erstens ein Stück weit nach oben und auch nach unten und dann noch so rechts rüber. Also, hier werde ich wahrscheinlich auch wieder ein ganzes Weilchen bleiben. Na, dann machen wir gleich mal einen Eon-Scan. Zeig mir die Map! Okay, das ist jetzt nicht so viel. Und, Alter, was ist das denn da im Hintergrund? Seht ihr das? Das ist wie so ein... was ist das bloß? Vielleicht will ich das lieber gar nicht so genau wissen. Es sieht nämlich ziemlich eklig aus und das ist hier überall. Ja,
Ja, komm, lass mich in Ruhe, du Mistvieh. Und da ist das Siegel. Wie viele Metroids muss ich diesmal töten? 7. 7. Okay, also wieder mal etwas mehr. Mhm. Naja, gut. Ernstchen. Ja, okay. Was piepst denn da so? Immer piepst hier was. Zack und verpiss dich. So, bei dir piept's wohl. Bei dir auch. Ah, mal gleich mal eine Speicherstation. Konnte er im letzten Part eh noch nicht wirklich speichern, also mache ich das jetzt. Bin schon sehr auf die ganzen Upgrades gespannt, die ich hier wieder finden werde. Samus hat ja noch längst nicht alles an Ausrüstung gefunden. Da gibt es noch einige weitere Sachen. Aber die Frage ist halt eben, was ist von der Reihenfolge her das nächste Power-Up für sie? Das werde ich ja dann schon irgendwann noch sehen. So. Auf jeden Fall muss es irgendwas geben, womit ich... Oh, okay, hier haben wir schon wieder diese Feuerspucker und... Alter, das war ein bisschen zu weit runter. Hier links ist auch was. Achso, nee, schade. Geht nicht. Geht nur von der anderen Seite. Okay, irgendwo da unten ist ein Munitionsterminal. Zack. Obwohl, das ist ja schon in dem... Das ist ja schon in dem lila Bereich und... Oh. Hier sieht es ja direkt schön aus. Was ist denn hier los? Das ist ja direkt tropisch. Und das Wasser ist sauber. Richtig sauber ist das Wasser. Und zack. Sollte man meine Superraketen lieber aufheben. Also hier sieht es ja richtig schön aus. Aber wenn ich hier schon das ganze Wasser sehe, ist meine Vermutung, dass ich hier wohl endlich auch den Graffiti-Suit irgendwo finden werde. Die Frage ist halt, wo? Weil so viel Wasser... Oh nein, ist schon wieder so ein Ding. So, immer schön ganz schnell ins Wasser rein. Dann wird, wird dieses komische Gift wieder abgewaschen. So, ja, ist schon fies, wenn man durch die Wände schießen kann, hä? Oh, mir wird jetzt schon der erste Metroid hier angezeigt, alles klar. Oh, hier kann ich sogar rein. Was haben wir denn hier? Oh, cool. Missile Container. Und jetzt kann ich vor allem dieses Ding hier wegreißen. Und tschüss. Gleich mal eine Abkürzung gemacht. Für später. Ich hoffe, die nächsten Zeta Metroids lassen aber noch auf sich warten. Da wäre es mir wirklich lieber, wenn hier wieder ein paar Alphas und Gammas sind. Oh, hier haben wir gleich mal eine Teleportstation. Schön. Wird aber noch nicht benutzt. Jetzt habe ich schon 111 Raketen. Also normale. 111 Super Missiles, das wird es wahrscheinlich gar nicht geben. Wer weiß, wie viele Super-Missiles man im Spiel insgesamt haben kann. Wahrscheinlich nicht mal 50. Weil da müsste es ja voll viele Super-Missile-Container dem Spiel geben, wenn man immer nur ein Stück extra bekommt. Aber ich bin gerade echt begeistert von dem Hintergrund, wie geil das hier aussieht. Okay, der Metroid ist hinter dieser Tür. Welcher ist es? Welche Entwicklungsstufe ist es wohl? Alpha, Gamma oder doch ein Zeta? Es ist zum Glück nur ein Alpha. Zack. Na, das ist ja kein Problem. Nicht mal, wenn ich hier im Wasser bin, ist das ein großes Problem. So, Bauch eingefrozen. Und geh einfach sterben. Das war ja lächerlich. Fehlen immer noch 6 weitere und 12 insgesamt. Es sind nur noch mit 12 Metroids am Leben, die es zu vernichten gilt. Und alleine hier insgesamt 7, also noch... Ja, dann sind auch gar nicht mal mehr so viele übrig und... Alter Schwede. Ion-Scan. Okay, ein ziemlich großer wassergefüllter Raum. Ob das so eine gute Idee... Geht, 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 was war das denn gerade?
Das sah jetzt komisch aus. War das Kaulquappen? War das Quappenkaul? Ist das so gut, dass ich überhaupt hier runtergehe ohne Gravity Suit? Ich meine hier... so, nee, das ist aber eigentlich nur... Der Raum ist aber in sich abgeschlossen, hä? Ah nee, aber da drüben links geht's aber weiter. Moment mal. Zumindest sieht das so aus. Wie geht? Dass hier alles rumschwimmt. Ich meine, ich kann mich ja schon ein bisschen bewegen, aber nur sehr langsam und träge. Ja, diese blöde Wasserträgheit, das ist ja fürchterlich. So. Nochmal einen Eon-Scan. Ah, okay, da... Hä? Was soll das denn heißen? Oh, oh, da drüben wird mir gerade eine... Oh Gott! Da drüben sehe ich gerade, da ist auf der Karte... Ey, cool, ich kann hier doch weiter. Hey, ist doch noch eine Tür. Ich krieg meine vierte Eonkraft. Endlich, da ist die Statue schon auf der Karte zu sehen. Aber ich bin echt gespannt, was die vierte Kraft sein wird. Ich meine, jetzt haben wir eine Scannerkraft, eine defensive und eine offensive Kraft. Also was bitte ist dann die... Was ist dann die vierte und letzte Kraft? Oh. Okay, ich falle der sogar direkt vor die Füße. Leute, es ist eine lila Kraft. Endlich die vierte und letzte Eonkraft. Was wird es wohl sein? Was kann ich jetzt? Es ist der Phasendrift. Phasendrift verwendet Eon, um den Zeitfluss für deine Umwelt zu verlangsamen. Ausrüsten mit Steuerkreuz nach unten. Ausgerüsteten Phasendrift mit A aktivieren. Abbruch des Phasendrifts durch erneuten Druck auf A. Alles immer voll krass. Ich kann die Zeit verlangsamen, zumindest so ein bisschen. Jetzt komme ich wahrscheinlich hier nicht mehr raus. Doch, komme ich. Okay. Aber war da drüben jetzt noch irgendwas anderes? Ich kann die Zeit verlangsamen. Zumindest für einen kurzen Moment, nehme ich an. Also mit sowas hätte ich jetzt nicht gerechnet. Das vierte Kraft. Der Phasendrift. Also warte mal, warte mal. Hier war doch irgendwo... Jetzt bleibe ich mal hier oben, dass nicht wieder der Boden zusammenbricht. Oh, das war ja eh hier. Achso, das geht ja gar nicht anders. Warte mal, wenn ich das jetzt aber... Ah, wie geil! Ich verstehe. Damit kann ich auch über Bröselblöcke drüber rollen, die sonst kaputt gehen würden, weil ich einfach schneller bin. Warum habe ich eigentlich bei dem Vieh noch nie den Konter probiert? Haha, bin auch ein Idiot. Das hätte ich schon viel früher machen sollen. So, und jetzt weg mit dem Dreck. Ja! Speichern, auf jeden Fall. Ist eine geile vierte, letzte Fähigkeit. Aber ob ich die so wirklich im Kampf auch verwenden werde, weiß ich nicht. Braucht ja auch wieder Eon. Und bis jetzt habe ich insgesamt, glaube ich, ich habe doch bisher nur zwei... Ich glaube, es waren zwei. Zwei Eon-Tanks gefunden, die so ein ganz winziges bisschen extra geben. Aber viel ist es halt nicht. So, jetzt gehe ich erstmal hier oben lang. Oh! Ah, hier brauche ich sogar schon diesen... Okay, mal voll machen. Hier brauche ich sogar schon diesen Ding. Warte mal, kann man das Ding jetzt eigentlich nicht kaputt machen, wenn ich... Aua. Nee, kann man nicht kaputt machen. Scheiße. Ach, du meine Fresse. Ha, geschafft. Hier ist ein Aufzug. Hier ist ein Fahrstuhl. Ja, das war nicht so gut. Ich wollte nur gucken, weil da links drunter der Ecke, ob da was ist, aber da ist wahrscheinlich eh nichts. Puh, da muss man aber ganz schön schnell sein, trotz alledem noch und... Okay, hier ist noch eine Tür, aber die ist leider zu. Das wohl also erst für später. Na gut, dann geht's mit dem Fahrstuhl diesmal allerdings scheinbar nach oben, wie es aussieht. Ja, so, gleich mal ein Scan. Impuls. Okay. Oh, die Musik ist hier gerade so geil. Ich erkenne die Musik wieder. Das ist ein Remix von... Von
was eigentlich? Na, von Super Metal doch irgendwas, oder nicht? So ein bisschen. Wobei eigentlich auch, naja, doch, ist das nicht dieses Red Soil von Super Metroid schon auch? Das wurde ja auch in Metroid Prime 2 mal wieder verwendet. Und was seid ihr denn? Was seid ihr denn für komische Käfer? Auf jeden Fall seid ihr gerade tote Käfer. Ah, oh, klingt das hier schön. Hier sieht's auch schön aus. Und oh nein, du bist nicht schön. Du bist scheiße, also lass mich in Ruhe. Guck ich mal hier oben lieber lang. Ah, das ist ja auch so ein Vieh. Warum sind denn die jetzt hier überall? Ja, ist klar, du Arsch. Ist klar. Seit wann? Ernsthaft? Ernsthaft? Was ist das denn für eine neue Scheiße hier? Boah. Ah, nächste Teleportstation gefunden. Gleich mal aktiviert. So. Scan. Über mir ist ein Upgrade. Unter mir ist ein Upgrade. Und ich habe keine Ahnung, wie ich da rankommen soll. Oder vielleicht komme ich ja doch irgendwie ran. Zumindest dann eins davon. Nee, hier ist wieder die Tür zu. Aber hier ist wieder offen. Tja. Ich hoffe, ich kann wenigstens eins davon bekommen. Irgendwie. So, hallo? Ach, das habe ich jetzt. Okay. Dann erstmal nicht so, sondern anders. Really? Geh doch einfach kaputt! Drecksvieh verdammtes. Jetzt hat sich nämlich mein Eon-Reserve-Tank gerade aktiviert. Hm. Die Musik ist echt geil. Okay. Hab's natürlich vorhin genau falsch rum gemacht. Jetzt muss ich wieder zurück und wieder so hin. Ich habe noch so ungefähr 5 Minuten auf der Uhr für den Part. Damit es nicht zu lang oder so. Wäre schön, wenn ich mir wenigstens ein... Ja, irgendetwas, was auch immer das ist. Ich werde hier etwas bekommen können. Fragt sich halt nur was. Ah, wahrscheinlich endlich etwas, womit ich so ein Vieh killen kann. Ja, er ist es. Endlich ein neuer Beam. Und das P steht natürlich für... Es steht natürlich für den Plasma-Beam. Plasma-Beam erhalten. Der Plasma-Beam setzt mächtige Wellen von Plasma-Energie frei, besitzt die Fähigkeit, mehrere Gegner zu durchdringen und gilt als der stärkste Beam in den meisten Metroid-Games. Oh, endlich habe ich den Plasma-Beam. Vielen, vielen Dank. Das wird mir eine große Hilfe sein. Und vor allem, der ist jetzt, glaube ich, auch wieder dauerhaft. Also der hat quasi jetzt auch noch zusätzlich immer noch den Effekt des Wave-Beams, aber ebenfalls jetzt eben seinen eigenen Effekt. Ja, und jetzt sind die Schüsse grün statt lila. Yeah, voll geil. Oh, jetzt kann ich endlich gegen Gegner auch viel, viel mehr ausrichten. Und so ein Vieh kann ich auch töten. Stirb! Richtig geil. Richtig obergeil. Jetzt ist nur die Frage, wie komme ich da oben an dieses Power-Up da ran? Vielleicht jetzt eh dank des... Moment... Ja. Du kannst mich mal. Ja, jetzt kann ich die hier alle komplett kaputt machen. Jetzt kann mir niemand mehr was. Also, naja, schon, aber warte. Moment. Wieso bin ich jetzt nochmal hier gewesen? Achso, weil hier. Hä? Was soll das denn? Diese komischen Steine da. Egal. Oh, wie geil. Endlich der Plasma-Beam. Also, das ist jetzt mal. Das Beste vom Besten. Es gibt in dem Spiel, gehe ich jetzt nicht davon aus, dass es... What the fuck? Dass es einen noch besseren Beam gibt als den. Okay, warte mal. Das heißt, ich muss hier wieder...
ganz kurz die Zeit verlangsamen. Zumindest so ein bisschen. Nein! Scheiße. Mann, wieso? Wie komme ich denn da jetzt überhaupt... Wie komme ich denn an diese blöde Speicherstation jetzt ran? Also nicht Speicherstation, ich meine Energiestation. Eine Speicherstation gibt es erst da unten links. So. Okay, warte mal, dann muss ich das hier aber nochmal anhalten. Ja, du bist doch auch scheiße, weißt du das? Vorsicht! Kann ich jetzt die Viecher eigentlich auch endlich mal killen? Ah, ja, kann ich. So, und du Miesgeburt, da unten hättest du mich schon wieder fast getötet. Arschloch. So, wie komme ich denn jetzt hier? Oh, endlich. So komme ich an diese komische... Ein bisschen umständlich hier. Warum haben die hier hingetan? Egal, mach mal voll. Dankeschön. Bin schon gespannt, wann ich endlich meinen nächsten Energietank finden werde. Einen, den ich auch bekommen kann. Ich hatte ja letztens in Zone 4 einen gesehen, aber da kam ich nicht ran wegen diesen blöden Blöcken. Da rechne ich jetzt einfach mal damit, dass ich da bestimmt die Screw-Attack brauche, um die zu zerstören. Also vielleicht bekomme ich die hier in dem Gebiet ja auch endlich mal. Das wäre sehr schön. Die Screw-Attack. Vor allem ist ja die Screw-Attack nicht nur ein besserer Sprung, sondern auch, naja, wie soll ich sagen, ist auch eine Waffe, mehr oder weniger. Zusätzlich. So. So, das ist mal ein richtig geiler Beam. Und sehr schnell schießen kann ich mit dem Ding halt auch, wie man sieht. Okay, hier ist nochmal ein Fahrstuhl. Der geht dann noch weiter rauf. Aber nein, das möchte ich noch nicht. Möchte ich nicht. Ich will erstmal hier lang. Metroid-Scanner reagiert jedenfalls nicht. Ich hoffe, ich komme jetzt irgendwie von hier aus, muss ich doch wahrscheinlich an das nächste Power-Up da drüben rankommen. Wüsste sonst nicht, wie ich das sonst machen soll. Und weil hier so viel Wasser ist, na, vielleicht bekomme ich hier sogar endlich den Graffiti-Suit, das wäre obergeil. Aha, über mir da... alles klar. Yeah, also gewöhnliche Standardgegner sterben natürlich jetzt mit dem Plasma-Beam super schnell. Und das freut mich auch sehr. Das erfreut mein Herz. Die Musik finde ich einfach nur super. Die finde ich wirklich Hammer. Ah ja, ich sehe schon. Da brauche ich wahrscheinlich auch dann schon den Graffiti Susan, sonst komme ich ja da gar nicht hin. Okay. Ja, ich nähere mich. Ja, ich nähere mich nicht nur dem Raum, ich bin schon in dem Raum. So. Na bitte, dann gibt es in dem Part sogar noch ein weiteres Power-Up für unsere liebe Samus Aran. Ja, das ist eindeutig viel zu langsam hier. Das hält man ja im Kopf nicht aus. So, da oben. Jetzt bin ich aber gleich da. Gleich bin ich da, Leute. Ja, so, komm. Zack. Es wird Zeit, sich neu einzukleiden. Graffiti Suit erhalten. Graffiti Suit reduziert Schaden durch gegnerische Angriffe stark. Verhindert Schaden durch Lava, erlaubt Bewegung in Flüssigkeit. Oh, endlich der Graffiti Suit, wie lange habe ich darauf gewartet? Der Graffiti Suit in seinem geilen Lila, also das steht Samus auch sehr gut. Und endlich kann ich mich... Ja genau, jetzt kann ich mich unter Wasser frei bewegen. Bin nicht mehr länger träge, so wie das in jedem anderen Metroid, wo es den Graffiti Suit auch gibt, der Fall ist. Und eigentlich gibt es den Graffiti Suit doch eh in so gut wie fast jedem Metroid. Ich glaube nur im, ich weiß nicht, ich glaube im originalen NES Metroid gab es, glaube ich, keinen Graffiti Suit. Bilde ich mir ein. Erst dann in Zero Mission. Aber den hat man ja in Zero Mission eigentlich erst so im Postgame bekommen.
Und es ist irgendwie, es ist auch von Spiel zu Spiel verschieden. Es ist nicht immer so, dass man mit dem Gravity Suit auch vor Lava geschützt ist, aber in dem Fall ist das so. Also jetzt macht mir auch direkter Kontakt mit Lava nichts mehr aus. Warte mal, wie komme ich jetzt? Nee. Verdammt, wie komme ich hier hin? Ach so, hier ist so ein komischer Block. Was soll denn das sein? Das ist irgendwie noch ein bisschen doof. Die Stacheln verhindern nämlich, dass ich hier in Ruhe einen... Naja, da wird schon... Ach so, ich sehe es gerade. Ich habe das gerade gar nicht gesehen. Ich kann mich ja hier ranziehen, ich Idiot. Und gar nicht gesehen, dass hier so ein Grapple-Beam-Block ist. Na, dann ist es ja okay. Nein! Fies, das habe ich nicht kommen sehen. Das konnte ich doch nicht wissen. So. Wird wahrscheinlich nur ein... okay. Ernsthaft? Wie soll ich das denn jetzt machen? Naja, einfach so. So. Ist zwar nur ein Missile-Container, aber ich kann davon auch nie genug haben. Jetzt muss ich auf jeden Fall den Part beenden, sonst wird es zu lang. Ist nur blöd, die Speicherstation ist irgendwie rechts von mir, aber da komme ich ja gar nicht hin. Was soll denn der Quatsch? Laut Karte, die ist direkt hier drüben. Da müsste ich erst nach oben und dann so komisch nach unten, das ist auch irgendwie doof. Und da drüben links ist wieder eine andere, na okay. Was soll's, dann bleibe ich jetzt einfach hier irgendwie stehen, wenn hier gerade keine Gegner sind. Ja, okay, gut. Ich bleibe einfach hier stehen, Leute. Ist doch egal, passt schon. Endlich der Gravity Suit, jetzt nehme ich noch weniger Schaden von Gegnern. Das wurde auch Zeit, weil die sind mir immer noch viel zu starke für meinen Geschmack. Und vor allem endlich kann ich mich auch in Lava bewegen und eben in Wasser, ohne träge zu werden. Das ist super. Also, es wird weiterhin spannend. Bis zum nächsten Mal jedenfalls bei Samus Returns. Richtig. Bis dann. Tschüss.